Online-Kartenlegen auf der Seite www.kartenlegenlernen.info. Alles zusammengeschrieben. Hier kann man dann auswählen zwischen zwei Kartendecks, Angelinas Lenormand-Karten für Beginner oder Angelinas Mystic Lenormand-Karten mit 36 bzw. 40 Karten, weil es hier noch vier Ergänzungskarten gibt. Als Legesystem steht Tageskarten, Kreuz, Entscheidungswege, Siebener Weg und die Partnerlegung oder wie steht jemand oder etwas zu mir. Und genau diese Legung möchte ich nun vorstellen. Und zwar mit den mystischen Lenormand-Karten. Ich klicke also hier drauf. Es öffnet sich diese Seite. Hier müsste ich dann noch nach unten scrollen, um das vollständig zu sehen. Aber erstmal geht es ja darum, die Karten zu ziehen. Hier geht es also darum, hier ist eine Person oder ein Thema, um das es geht. Und hier ist eben die andere Person oder das andere Thema, um das es geht. Hier kann man jetzt schon direkt offen die Karten hinlegen, nämlich zum Beispiel mich hier als Dame und hier dann zum Beispiel meinen Mann. Hier bei diesem Legesystem werden auch diese Karten verdeckt gezogen. Das heißt, man kann sie als zusätzlichen Impuls deuten, was eben in Bezug zu mir jetzt hier als Einfluss dazu kommt und eben entsprechend, wenn ich jetzt eine Frage auf meine Beziehung mache, also auf die Ehe zu meinem Mann, dann wäre jetzt entsprechend hier noch der ergänzende Einfluss. Man kann auch zum Beispiel zwischen Eltern jetzt hier. Meinetwegen liege ich und hier liegt mein Kind oder meine Mutter oder mein Vater. Ich könnte auch mich hier hinlegen und hier meinen Bruder, um das Verhältnis zwischen mir und meinem Bruder einmal anzuschauen. Ich könnte sogar auch eine Frage stellen, zum Beispiel, dass ich hier liege und hier nehme ich das Thema die Arbeit, entweder die Firma, den Chef, die Kollegen oder eben einfach generell das Thema Arbeit. Ich könnte zum Beispiel auch das Thema Spiritualität nehmen, um einfach einmal zu schauen, wie sieht denn die geistige Welt mich, beziehungsweise ja, wie ist da einfach die Verbindung zwischen mir und der geistigen Welt. Und genau das möchte ich jetzt hier einmal demonstrieren. Ich ziehe jetzt also die Karten. Gehen alle automatisch auf die Position. So, und jetzt kann ich schon mit dem Deuten beginnen. Das heißt, hier geht es ja um die geistige Welt. Das ist die Karte der Reiter, also in dem Fall hier jetzt natürlich das mystische Pferd mit den Flügeln. Wenn ich hier drauf gehe, dann erscheint auch ein Deutungsfenster. Beim Reiter geht es ja darum, Aktivitäten, Chancen, Angebote, es geht vorwärts. Also die geistige Welt hat als Impuls hier, dass es vorwärts gehen soll und Chancen und Angebote geboten werden. Bei mir kommt als Einfluss die Lilie hinzu. Wenn ich hier drauf gehe, dann sehe ich, es geht um eine Harmonie, um die Zufriedenheit, die Ruhe, den Frieden, in der Mitte sein. Es ist auch eine Karte für Sexualität und die Familie. In Bezug jetzt zu meiner Frage würde es bedeuten, ich bin mit mir in meiner Mitte, in der Harmonie und Zufriedenheit. Vielleicht aber auch ein Hinweis, dass ich das Ganze noch zu ruhig angehe und vielleicht ein bisschen mehr, so wie hier, von denen die Aktivität halt umsetzen könnte. Dieser grüne Bereich zeigt nun an, einmal das zeigt bzw. erlebt die Person von der Position 2, also hier, das bezieht sich auf mich. Da sehe ich mit dem Anker, aha, es geht um Arbeit, Beschäftigung. Also natürlich, ich arbeite mit der Spiritualität. Ich bin ja Lebensberaterin mit dem Kartenlegen. Also ich bringe da schon die Arbeit, die Beschäftigung sozusagen hinein. Hier von der geistigen Welt kommt mit dem Hund das Vertrauen, die Förderung, die Hilfe, die Unterstützung. Also sehr schön für meine Arbeit. Als Basis, als Verbindung zwischen mir und der geistigen Welt ist diese Karte hier in der Mitte. Das sind die Routen. Die Routen stehen ja für Kommunikation, Gespräche, Rat holen, Informationen, einfach pur. Also auch eine sehr gute Verbindung zwischen mir und der geistigen Welt scheint hier die Kommunikation als Basis schon mal gut vorhanden zu sein. Hier sieht man jetzt noch die Gedanken über die entsprechende andere Person. Also die geistige Welt sieht mich hier mit dem Baum als
Das ist ja immer so die Karte für Gesundheit, das Leben, aber auch eine gesunde Entwicklung und Wachstum. Also, Sie sehen das schon, dass ich hier Wachstumspotenzial habe, beziehungsweise dass das Ganze eine gesunde Basis hat. Ich sehe die geistige Welt hier mit der Karte das Kind. Das bedeutet für mich irgendwo, es ist immer noch der Beginn, der Anfang. Es ist noch etwas Kleines, es ist eine Entwicklung, die in kleinen Schritten weitergeht und wo auch immer noch was wachsen kann und sozusagen auch Neues gern hinzukommen kann, was ich gern von der geistigen Welt hätte. So, jetzt geht es hier ein bisschen weiter nach unten. Hier sieht man jetzt, so entwickelt sich das Ganze weiter. Da sieht man jetzt den Ring, die Engelsflügel und die Störche. Also mit dem Ring natürlich die Verbindung, an etwas gebunden sein. Alle Arten von Verbindungen und Beziehungen, auch Verträge und Verpflichtungen. Mit den Engelsflügeln geht es um Schutz, dass etwas geschützt ist, dass man geführt wird, auch etwas festhalten oder etwas gewinnen. Generell ist es eine Karte, die sehr wertvoll ist. Also hier in Bezug mit der geistigen Welt natürlich, ich werde geführt, ich habe einen gewissen Schutz von der geistigen Welt und es geht natürlich auch darum, dass das Ganze hier ein Gewinn ist. Zum Schluss, die Störche stehen ja immer für die Veränderung in jeglicher Form. Also es kann sich nochmal hier etwas verändern, man ist etwas flexibler, irgendwo verändert sich vielleicht nochmal was vom Verhalten, vielleicht ändert man auch seine Meinung. Auf jeden Fall ist hier Veränderungspotenzial da. Hier auf diesen Positionen kann man nochmal sehen, das kommt als nächster Schritt von der geistigen Welt. Das ist jetzt die Dame, die steht natürlich jetzt in dem Fall für mich als Fragestellerin. Eigentlich hätte ich sie ja hier schon offen hingelegt, nun wurde die aber verdeckt gezogen. Das heißt, ich kann aber die Dame einfach deuten, indem es hier um das weibliche Prinzip geht. Und beim weiblichen Prinzip geht es immer um das Empfangen, das Annehmen. So wie der Mann halt für das Geben, das Handeln, die Aktivität steht, ist die weibliche Karte halt die Passivität, das Abwarten, beziehungsweise eben auch das Empfangen. Also die geistige Welt ist jetzt hier in dem Moment eher noch passiv und abwartend und will halt erstmal sozusagen auch, dass ich hier als Fragestellerin vielleicht etwas tue. Dann schaue ich hier drüben, das soll ich tun, das ist mein nächster Schritt, die Karte der Fuchs. Der Fuchs steht ja generell dafür, dass etwas falsch läuft, vielleicht auch der falsche Zeitpunkt für etwas ist oder dass man sich täuscht oder auch getäuscht wird. Es geht um vorsichtig sein. Man ist praktisch gewarnt, man soll halt einfach sich sozusagen heranschleichen und eben ein bisschen auf der Hut sein. Da ich dies als nächstes tun soll, soll ich vielleicht mit der ganzen Thematik etwas vorsichtiger sein. Vielleicht ist auch im Augenblick gerade der falsche Zeitpunkt. Ich möchte ja hier gern, dass es wächst, dass es was Neues dazukommt. Und jetzt sagt mir hier aber die Karte der Fuchs, nee, im Moment ist das noch falsch. Als Ergänzung kommt hier jetzt auch die Sense, das ist ja auch so eine Karte für Warnung, Gefahr und dass man vorsichtig sein sollte. Das heißt, ich soll hier wirklich in dem Moment erstmal vorsichtig sein, mich langsam herantasten, beziehungsweise ist vielleicht wirklich im Augenblick der falsche Zeitpunkt, um jetzt hier noch Neues zu beginnen. Auf der Seite von der geistigen Welt sieht man noch das Schiff, das passt ja auch wieder hier zu der Passivität, weil beim Schiff geht es um die Geduld. Es ist auch eine Entfernungskarte, also ein etwas weiterer Weg. Es geht um eine Reise, die man antritt. Man nähert sich also seinem Ziel, aber eben auf langsamen Weg. Man lässt alles auf sich zukommen, ist eben eher passiv, aber das Ganze ist auch im Fließen. Und es ist halt die Geduldskarte. Das heißt, die geistige Welt hat mit mir Geduld. Sie lässt es langsam fließen, aber im Moment ist eben irgendwo vom Zeitpunkt her eher das Abwarten, weil hier ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um vielleicht noch mehr durchzustarten. Aber grundsätzlich kann man sagen, es entwickelt sich ja so weiter, dass hier die Verbindung ist, hier ist der Schutz und dass ich geführt werde und alles sich dann wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt ergeben wird und zum Schluss dann eben auch die Veränderung kommt, wo ich so gesehen ja dann auch sagen kann, ja, hier, da ist der Wachstum von der geistigen Welt, das wollen die ja. Und hier sind ja meine Gedanken, ich will was Neues oder eben auch, dass es wächst. Also von daher, gutes Entwicklungspotenzial.